Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen zur IST Family Lecture, zur Familienvorlesung hier am Campus. Ich werde Ihnen heute einige Einblicke in die molekulare Organisation des Lebens geben, die wir mit hochauflösender Lichtmikroskopie in meiner Arbeitsgruppe erreichen. Also einige von Ihnen haben ja bereits den Campus jetzt besucht und Sie wissen vielleicht, dass IST Austria mit der Intention gegründet wurde, dass hier Forschung über die Fachgebietsgrenzen hinweg gemacht wird, dass sich die verschiedenen Gebiete ergänzen. Alle Naturwissenschaften sind hier vertreten und die Formalwissenschaften. Und ja, wir in unserer Arbeitsgruppe, wir machen das auch sogar innerhalb unseres Teams. Und die Arbeitsgruppe wurde vor ungefähr einem Jahr gegründet und ich freue mich sehr, dass es jetzt da schon ein starkes Team gibt. Und die für mich eigentlich tollste Sache an dieser Truppe ist, dass die Leute von ganz, ganz unterschiedlichen Hintergründen und Ausbildungen kommen. Also hier arbeiten Biologen und Physiker, Neurowissenschaftler, Ingenieurswissenschaftler zusammen, um eine bestimmte Fragestellung zu lösen. Und zwar geht es hier um die Entwicklung neuartiger Mikroskopieverfahren und deren Anwendung in den Lebenswissenschaften, in der Biologie. Ja, natürlich, wenn wir mal über Mikroskopie reden, dann müssen wir uns als erstes Gedanken machen, wozu braucht man denn überhaupt ein Mikroskop? Ja, und das Erste, was ich getan habe, als ich über diese Vorlesung nachgedacht habe, war, dass ich mal zu meinem Werkzeugkasten zu Hause gegangen bin und ein Foto von diesem Meterstab gemacht habe. Und wir kennen das alle, also da gibt es Zentimeter und dann gibt es Millimeter, aber dann gibt es natürlich noch viel feinere Skalen. Und vielleicht darf ich gerade jemanden, vielleicht eine junge Dame, die langes Haar hat, zu mir vorbitten. Hast du Lust? Ja? Also was glaubst du denn, wenn du da jetzt deine schönen Haare anschaust, wie viele Haare kann man denn so nebeneinander legen, bis man einen Millimeter beisammen hat? Es darf auch jeder im Publikum mitmachen und mal schauen. Also die Haare haben, die lang genug sind, oder beim Nachbarn schauen. Drei? Drei? Ah, dann hast du ziemlich starke Haare, also es sind ein bisschen mehr. Fünf? Fünf, ja, kommen wir mal eher in der Nähe. Tun wir noch ein paar dazu. Zehn? Zehn ist super, ja. Also zehn Haare ungefähr geben einen Millimeter. Und also wie dick ist dann ein Haar? Kannst du das schon? Ein Millimeter. Ein Zehntel Millimeter könnte man sagen, wenn zehn nebeneinander. Ja. Ein Zehntel Millimeter, und da sagt man auch, das sind 100 Mikrometer. Also ich würde sagen, da hat sich die junge Dame schon einen Applaus verdient. Danke. Ja, natürlich gibt es jetzt einen Bereich von Größen, der noch mal viel weiter geht. Und also wenn ich da jetzt noch mal einen tatkräftigen Mitarbeiter oder eine tatkräftige Mitarbeiterin haben könnte, dürfen auch zwei sein. Mag da noch mal jemand zu mir vorkommen? Vielleicht traut sich jemand? Also keine Altersgrenze nach oben. Wir wollen da jetzt ein paar Sachen platzieren auf dieser Skala. Wir haben nämlich schon von Zentimetern und Millimetern und jetzt Zehntelmillimetern gesprochen, aber dann geht es noch viel feiner. Da geht es runter zu den Mikrometern und dann geht es noch mal runter zu den Nanometern. Hallo, prima. Wie heißt denn du? Luise, weißt du, was wir jetzt machen? Du kriegst von mir einen Zeigestab. So. Und ich zeige dir ein paar Sachen und du kannst mal probieren, ob du weißt, wo die ungefähr hingehören auf der Skala. Sollen wir das so machen? Mhm. Okay, gut. Also wir fangen ganz einfach an. Berg. Ist ziemlich groß, oder? Ja. Zentimeter oder noch größer? Mehr als Zentimeter. Tun wir ihn mal ganz nach links. Das mache ich jetzt noch. Okay. Und dann das, also auf dem Berg oben, also ich war da mal wandern jetzt vor nicht allzu langer Zeit, das ist der Wilde Kaiser, dann gibt es Blumen. Wo würdest du jetzt diese Blume hin tun? So, vielleicht Zentimeter?
Ein Zentimeter, ja. Ja, würde ich auch machen. Prima. Okay. Ameise? Ein Millimeter. Ja, ein Millimeter oder ein paar Millimeter. Prima, würde ich genauso machen. Und ja, das Haar, ich habe da noch mal extra ein Foto gemacht, das Haar, das wissen wir eh schon, wie groß das ist. Hast du das merken können? Ein Mikrometer? Ja, so 100 Mikrometer. Sollen wir es mal dahin parken? Okay. Also, es wird so, mit unserem menschlichen Auge können wir Dinge auseinanderhalten, die ungefähr so weit auseinander sind, wie eben ein menschliches Haar dick ist. Also das zeichnen wir uns hier ein. Das ist das sind junge Augen, die sehen sicher noch gut. Und ja, aber jenseits von diesen Zehntelmillimeter ist dann für unsere Augen recht bald Schluss. Wir können einfach die Dinge nicht mehr auseinanderhalten. Jetzt wäre es aber schon sehr erstaunlich, wenn sich hier so viel schöne und spannende Dinge tun und das hier ganz, ganz leer wäre, oder? Ja? Glaubst du, dass da noch was ist? Sollen wir mal schauen? Also wenn es da zu viel wird, gell, dann kannst du auch reingehen wieder. Aber sollen wir noch mal probieren? Okay, gut, dann bleibst du noch da. Also, ich verrate dir jetzt schon, wir Menschen und Tiere und Pflanzen, wir bestehen alle aus... Irgendjemand? Weiß das jemand? Ja. Zellen. Wahnsinn. Genau. Also, da haben wir ein Foto von der Zelle. Hier haben wir den Zellkern angefärbt. Da ist die Erbinformation drinnen. In jeder Zelle die gesamte Erbinformation für das ganze Individuum, für den ganzen Menschen. Und hier rundherum haben wir noch einen Teil vom Zellskelett angefärbt. Ja, und könntest du dir vorstellen, wo so eine Zelle hingehört auf dieser Skala? Ja, irgendwo so ein Mikrometer, 10 Mikrometer, prima. Parken wir sie mal dahin. Naja, die Zelle braucht natürlich intern oder drinnen noch eine eigene Struktur. Die braucht spezialisierte Bereiche, die bestimmte Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel, wenn du ein Eis isst, muss sich die Energie vom Eis irgendwo in eine Energieform umsetzen lassen, die für die Zelle brauchbar ist. Und das passiert in so eigenen Kraftwerken in der Zelle, den Mitochondrien. Die könnten wir auch mal da platzieren. Hast du eine Idee, wo wir die hin tun sollen? Kannst du mal hinzeigen? 100 Nanometer. Also wir haben einen ausgesprochenen Profi hier. Gut. Und jetzt fragen wir mal das Publikum, ob es jemanden gibt, der schon mal einen Schnupfen gehabt hat. Okay, ja, habe ich mir fast gedacht. Wer verursacht den Schnupfen? Weiß das jemand? Da höre ich. Ein Wir? Ja, wir hängen hinten noch was dran. Ein Virus? Ein Virus? Genau. Ja, da habe ich ein Bild mitgebracht auch. So schauen diese lästigen Dinge aus. Wo soll man den hin platzieren, von der Größe her? Perfekt, also das war nicht abgesprochen. 100 bis 10 Nanometer. Also stimmt. Und ja, wenn man dann so einen Virusinfekt hat und eigentlich ziemlich im Bett liegt, hat dann schon jemand ein Aspirin genommen? Ja? Schon jemand. Wie groß ist denn ein Aspirin? Fragen wir wieder das Publikum, oder? Wie groß ist denn ein Aspirin? Bitte? Stimmt, genau. Die Aspirintablette sind einen Zentimeter groß. Und wenn man jetzt das Aspirin in das Wasserglas gibt und auflöst, dann bleibt das Aspirin als chemische Verbindung übrig. Wie groß ist das dann? Das, was im Körper wirklich wirkt. Mag jemand raten? Magst du raten? Ich weiß nicht, ob da das Bild viel hilft. So schaut ein Aspirin aus. Also das sind Sauerstoffatome, Kohlenstoffatome. Hier ist ein Ring aus Kohlenstoff, da ist ein Wasserstoff. Auch 10 bis 100? Ja, da wären wir jetzt schon ziemlich klein. Also ich würde das jetzt so im Bereich von einzelnen Nanometern positionieren. So, hier ungefähr.
Ja, und noch kleiner wird es dann, wenn wir uns wirklich die Struktur von diesen einzelnen Bestandteilen des Aspirins anschauen, von den Atomen, sind wir dann im Bereich von Zehntel Nanometern oder Angströmen. Ja, jetzt haben wir diese ganze Skala vollgefüllt und ich glaube, wir haben eine höchst kompetente Mitarbeiterin gehabt. Vielen Dank. Ja, also was wir jetzt sicher festgestellt haben, ist, dass ich nicht nur in diesem Bereich, den wir mit dem freien Auge erschließen können, spannende Dinge tun, sondern ganz besonders auch in diesem Bereich, der uns in unserer Sinneswahrnehmung normalerweise nicht zugänglich ist. Und um diesen Bereich zu erschließen, dafür brauchen wir ein Mikroskop. Und bei den Mikroskopen, da gibt es ganz unterschiedliche Arten und zwei der besonders wichtigen habe ich hier mal aufgezeichnet. Das ist ein Lichtmikroskop, das gibt's, genau dieses Modell gibt es hier bei unserem Institut, vielleicht können Sie das heute sogar anschauen. Und dann, wenn man, also und die Lichtmikroskope, mit denen kann man Strukturen bis zu ungefähr 200 Nanometer Größe voneinander unterscheiden. Wenn man sich dann für diesen feineren Bereich interessiert, dann geht man zur Elektronenmikroskopie. Und das ist wiederum hier ein Bild aus dem Institut. Diese Elektronenmikroskope, die erlauben es tatsächlich bis in den allerfeinsten Bereich von Molekülen und Atomen vorzudringen. Nun, ich würde vorschlagen, wir schauen uns mal ein elektronenmikroskopisches Bild an, und zwar von einem Gehirn, vom Kleinhirn. Und da muss man mal zunächst feststellen, dass, und man würde es nicht immer für möglich halten, in so einem Hirn ziemlich viel los ist. Also, das ist jetzt ein Schnittbereich, wo ganz viele Nervenzellfortsätze sind, deswegen sind es so dünne Kreise. Hier erkennen wir wieder diese Kraftwerke in der Zelle, die Mitochondrien, von denen wir gesagt haben, die sind so ungefähr 200 Nanometer dick. Und hier gibt es immer wieder so dunkle Wolken. Und diese dunklen Wolken, das ist dort, wo die Nervenzellen miteinander kommunizieren, wo sie Informationen austauschen. Das sind die sogenannten Synapsen, von denen haben Sie vielleicht schon mal was gehört. Also es sind nicht nur die grauen Zellen wichtig, sondern auch die Verbindungen, also die Synapsen. Und ja, wenn wir uns jetzt anschauen, dann sagen wir, ja, da sehen wir eh alles. Das ist doch toll, wir sehen jede Struktur da drinnen. Warum wollen wir denn überhaupt Lichtmikroskopie machen? Und hier in einer historischen Ausführung, aber das, was ich Ihnen da erzähle, das stimmt für die ganz modernen Mikroskope genauso. Lichtmikroskopie ist deswegen spannend und unglaublich wertvoll, weil sie einerseits mal sehr, sehr einfach ist. Hier für einen Mediziner, für einen Pathologen ist es eine Blickdiagnose, das dauert eine Sekunde, dann weiß er, mit dem Gewebe ist was falsch. Manche Bereiche sind eher so hellrosa angefärbt, manche lila, aber diese Figuren hier, die sagen ihm, das ist ein Krebsgeschwür. Und ja, wird abermillionenfach jeden Tag verwendet. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir in der Lichtmikroskopie, kommt herein, bitte. Was wir in der Lichtmikroskopie auch sehr gut machen können, ist, dass wir ganz spezifische Moleküle anfärben können und dann sehr, sehr genau wissen, was wir uns in der Zelle anschauen. Diese braune Farbe hier, die bedeutet, dass ein bestimmtes Eiweißmolekül da ist. Aus dem kann man hier zum Beispiel sagen, dass es sich um einen bestimmten Krebs handelt und nicht um einen anderen. Und Sie können sich vorstellen, dass das sowohl für die Medizin, aber ganz vor allem auch für die Forschung unglaublich wichtig ist, dass wir genau wissen, was wir uns anschauen. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen in Richtung Forschung, dann zeige ich Ihnen ein Bild, das mit einem Leuchtfarbstoff aufgenommen wurde, mit einem sogenannten Fluoreszenzfarbstoff. Man sieht hier drei Zellen, eins, zwei, drei. Dort, wo die Löcher drinnen sind, da sitzen die Zellkerne, die sind nicht angefärbt. Ich zoome da mal rein, dann sehen Sie, dass man hier sehr, sehr feine Fasern findet, die sich wie Seile durch die Zelle ziehen und die der Zelle mechanische Festigkeit geben. Und was ich Ihnen an dem Bild zeigen will, ist, dass wir die mit sehr hoher Nachweisempfindlichkeit darstellen können. Hier daneben ist es komplett dunkel. Wir können da bis zu einzelne Moleküle nachweisen. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann können wir jetzt anschauen, wie bestimmte Dinge in der Biologie zueinander angeordnet sind.
Hier sieht man zum Beispiel eine sogenannte Killerzelle aus dem Immunsystem, die eine Zielzelle angreift und die eliminiert, weil die für den Körper schädlich wäre. Das könnte eine virusinfizierte Zelle sein oder eine Krebszelle wiederum. Und so sieht man, wie die zwei zueinander stehen. Aber das wohl Spannendste an der Lichtmikroskopie ist, dass man diese Systeme jetzt live in Action anschauen kann und dass wir sehen können, wie diese Zelle die andere Zelle angreift. Ja, vielleicht können wir sogar das Licht etwas runternehmen, damit man, dann sieht man die Bilder noch besser. Sehr gut. Also, jetzt haben wir schon viel über Lichtmikroskope gesprochen, aber ich habe eigentlich noch nicht so richtig erklärt, was das eigentlich ist. Also ein Lichtmikroskop ist letztlich einfach ein Mikroskop, das sichtbares oder vielleicht auch unsichtbares Licht verwendet, um ein Bild herzustellen. Und Sie kennen das, wir sagen, wir sehen verschiedene Farben, der Physiker sagt gerne, das sind verschiedene Wellenlängen des Lichts und jemand, der vielleicht in der Schule schon Physik hat, was kommt raus, wenn man alle diese Farben zusammenmischt? Also, weißes Licht, genau. Also, wir kennen das natürlich alle, wenn man die Farben zusammenmischt, dann ist es weiß, weil in die Gegenrichtung sehen wir es oft, wenn es regnet, der Regenbogen ist einfach das Aufspalten des weißen Lichts in die verschiedenen Farben. Und Ultraviolett, das kennen wir auch, deswegen schmieren wir uns immer mit Sonnenschutz ein und Infrarot, vielleicht wenn man einen Schnupfen hat, dann stellt man sich so eine Wärmelampe auf. Gut, im Mikroskop läuft es jetzt so ab, dass das Licht, das von der Probe ausgeht, hier vom Fokus, wird mit einer besonders guten Linse aufgesammelt, wir sagen dazu das Objektiv, wird durchs Mikroskop geschickt und dann von einer zweiten Linse auf den Detektor wiederum gebündelt. Und das kann jetzt eine Kamera sein oder das kann zum Beispiel das menschliche Auge sein. Ja, und jetzt würde ich sagen, Sie sollten sich mal selbst davon überzeugen, wie so ein Mikroskop ausschaut und funktioniert. Und da muss ich eine Anekdote erzählen. Also ich habe die Arbeitsgruppe hier vor einem guten Jahr gegründet und dann sind die ersten Mitarbeiter angekommen und dann die erste Physikerin. Und 3 Wochen nachdem die angekommen ist, sagt sie zu mir, wir haben das erste Mikroskop gebaut. Und also ich war komplett weg und habe ich mir gedacht, also bei mir hat das immer länger gedauert war sehr beeindruckt. Ja, und dann hat meine Mitarbeiterin dieses Ding hier unterm Schreibtisch hervorgeholt. Das ist schon ein Mikroskop. Also, man sieht da hier 2 so Plexiglasplatten. Also hier die untere, da ist eine Beleuchtung. Und hier gibt es eine zweite Platte. Und da hat sie um 5 Euro eine Linse reingeklebt. Und dann hat sie ihr Handy genommen und hat das einfach da oben draufgelegt und unten rein die Probe und somit hat man ein Mikroskop hergestellt, also Probe, Linse, Kamera und das funktioniert tatsächlich. Und mit diesem Mikroskop wollen wir jetzt gerne mal den ultimativen Beweis antreten, dass sie tatsächlich aus Zellen bestehen. Also dafür bräuchten wir jetzt einen hartgesottenen Freiwilligen. Ich stelle da jetzt den Philipp schon vor, das ist ein Mitarbeiter von mir, ein sehr erfahrener Mann, ist da schon mit weißem Mantel und Handschuhen unterwegs. Gibt es den Captain vom Piratenschiff irgendwo, der völlig unerschrocken den Beweis antritt? Also so richtig wehtut uns nicht. Ein bisschen Spucke. Tut nicht weh, oder? Ja, traust dir du? Super. So. Ich würde den Mund einfach aufmachen. Und, hat das wehgetan? Nein. Nein? Aha, prima. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an war, aber es hat nicht wehgetan. So, und also wir bedanken uns ganz herzlich bei dem hartgesottenen Freiwilligen. Und, also da, glaube ich, dürfen wir schon klatschen. Und wir garantieren auch alle, dass wir alle Erkenntnisse, die wir da gewinnen, vertraulich behandelt werden.
sollten wir drauf kommen, dass du nicht aus Zellen bestehst, wir sagen es nicht weiter. Aber dann macht der Philipp was falsch. Also was der Philipp jetzt macht, er färbt jetzt die Zellen ein und legt sie einfach zwischen zwei dünne Glasplättchen. Und dann schauen wir mal, ob das funktioniert mit diesem Mikroskop. Und ich gehe jetzt da mal raus aus der Präsentation. So, wir verbinden das Handy von Philipp mit dem Computer und schauen, ob die Technik auch tatsächlich hält, was sie verspricht. Okay, gut. So, Video, sehr gut. Okay, prima. Also, live. Wir haben zur Sicherheit eine zweite Probe mitgenommen, aber das ist jetzt wirklich die von dir. Jetzt schauen wir mal, was wir da sehen. Bravo. Also ich kann jetzt schon sehen, du bestehst aus Zellen. Gratuliere. Und jetzt schauen wir mal, wie gut, dass wir das hinbringen. Okay. Also das, was hier jetzt da rumschwimmt, oder nicht schwimmt, aber rumsitzt, das sind schon einzelne Zellen, jetzt werden es mehr. Und vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass wir die Zellkerne sehen und den Rest der Zelle. Können wir es erahnen? Bravo, wow. Okay, da jetzt ist ein Zellkern, das ist das der etwas dunklere Punkt. Und rundherum ist, wenn es wieder scharf ist, genau, rundherum ist der Rest der Zelle. So, und das sind jetzt einzelne Zellen aus deiner Wangenschleimhaut. Sehr gut. Also wir glauben es alle, wir bestehen aus Zellen. Gut. Also wir haben jetzt auch noch ein teureres Mikroskop mitgenommen. Nur um zu zeigen, dass es nicht viel besser wird als das selbstgebaute, das billige. Aber also, wenn wir uns mehr anstrengen, dann bringen wir bessere Mikroskope hin als das. Schauen wir mal rein durchs Okular, wie wir sagen. Ja, schaut genau gleich aus. Genau. Sehen wir irgendwo Zellkerne? Ah, da ist einer. Zellkern und rundherum. Also es ist ein bisschen dunkler, sieht man es. Prima. Okay, hat funktioniert. Also damit wissen wir bestehen aus Zellen, aber der Begriff ist schon etwas eigenartig. Kann sich denn jemand vorstellen, wo dieser Begriff Zelle herkommt? Ja, sehr richtig. Also wir haben hier schon viele herangehende Wissenschaftler. Den Begriff gibt es auch schon länger und das erklärt, warum der aus dem Lateinischen kommt. Da 1665 hat nämlich der Robert Hooke sich die Rinde von Pflanzen angesehen. Und das war das Bild, das er gezeichnet hat. Also das ist de facto Kork. Und der hat solche, solche Kästchen gesehen und hat gesagt, das sind Zellen. Ja, warum ist denn überhaupt darauf gekommen, dass man sowas Zellen nennt? Wo gibt es denn sonst noch Zellen? Im Kloster, genau. Als ich den Test hier gemacht habe mit ein paar Mitarbeitern, dann ist als erstes gekommen im Gefängnis, aber es freut mich, dass wir etwas Freundlicheres haben. Zur Sicherheit habe ich da auch noch gleich ein Bild mitgenommen. Also das kennt man in Klosterneuburg. Und das Mikroskop, das der Herr Hook verwendet hat, ja, ich würde sagen, das war ungefähr so gut wie das, was wir da jetzt gebaut haben. Okay, natürlich, wenn wir jetzt die Zellen so vor uns liegen haben und sie nicht anfärben, ja, dann sehen wir eigentlich nicht so ganz genau, was in diesen Zellen los ist. Und auch wenn wir diese Standardfärbung in der medizinischen Diagnostik verwenden, dann sehen wir, naja, es ist etwas rosarot oder etwas lila, aber welche Moleküle das jetzt genau sind, bleibt uns hier verborgen. Das heißt, was wir eigentlich gerne möchten, ist eine spezifische Markierung von Molekülen gepaart mit einer, Entschuldigung, sehr hohen Nachweisempfindlichkeit. Und da gibt uns jetzt Hilfe aus einer sehr, sehr unerwarteten Ecke geeilt, und zwar in Form von diesem Tierchen hier. Was ist denn das? Eine Qualle, genau.
Das ist eine Qualle, die hört auf den klingenden Namen Echorea victoria. Und diese Qualle, die leuchtet schön grün. Und die leuchtet deswegen grün, weil sie ein bestimmtes Eiweißmolekül macht, ein Protein, das so ausschaut wie ein Fass und in der Mitte einen Bereich drinnen hat, den man tatsächlich mit Licht zum Leuchten bringen kann. Und um Ihnen mal zu zeigen, wie so ein Erkenntnisweg in der Biologie abläuft, habe ich ein paar Bilder mitgebracht. Hier, das war der Herr Shimomura, der mit einigen seiner Freunden seine Lieblingshaustiere fischen gegangen ist. Viele Kübel voll Quallen und ich glaube, es sind dann zum Schluss Tonnen geworden. Und dann haben sie dieses leuchtende Eiweißmolekül aus diesen Quallen isoliert. Und der schaut da schon sehr glücklich aus. Es hat auch eine Zeit gedauert, bis er hier dieses Fläschchen in Händen gehalten hat. Und im nächsten Schritt war sehr entscheidend, dass man die Erbinformation für dieses Eiweißmolekül entschlüsseln konnte. Also Sie kennen alle diese Bilder von der DNA, von unserer Erbinformation. Und wenn man das hat, dann kann man diese Information zum Beispiel in diesen kleinen Wurm hier einbringen. Der kommt aus einem Komposthaufen in Bristol und ist eines unserer Lieblingshaustiere, Ceneratidis elegans. Und der leuchtet hier so schön grün. Und also was die Leute dann in weiterer Folge gemacht haben, ist, diese Leuchtproteine, dieses Leuchteiweiß zu verwenden, um spezifische Dinge in der Biologie zu markieren, sichtbar zu machen. Andere Leute, die waren weniger schlau, die haben nur Aquariumfische zum Leuchten gebracht. Das kann man in Amerika kaufen. Das gibt es bei uns nicht. Aber nachdem man auch was Sinnvolles machen kann, hat es ja auch einen Nobelpreis dafür gegeben. Und wenn ich mich jetzt konkret dafür interessiere, eine bestimmte Struktur, zum Beispiel diese Kette hier in einer Zelle sichtbar zu machen, dann hänge ich einfach an diese Kette diese Leuchtmoleküle dran und kann die zum Leuchten bringen und kann so den Verlauf hier dieser Struktur nachempfinden. Es geht auch spannender noch. Hier ist jede Nervenzelle im Gehirn mit einer anderen Farbe angefärbt. Kann man die Fortsätze verfolgen. Hier, das ist wiederum ein Bild aus dem Kleinhirn. Wenn man sowas aufs Mikroskop legt, kann man natürlich unglaublich viel Information aus dieser Probe gewinnen. Es kommen uns auch andere Dinge zu Hilfe, zum Beispiel die Abwehrkörper aus der Immunabwehr. Sie kennen das aus der Apotheke, da muss man immer die Abwehr stärken und dafür viel Geld ausgeben. Und die Antikörper, die man da produzieren will, die haben hier eine Erkennungsstruktur für unsere Zielmoleküle. Und wir können da Leuchtfarbstoffe dranhängen und dann dafür sorgen, dass die in der Zelle etwas erkennen und zum Leuchten bringen. Hier wiederum der Zellkern mit den Kraftwerken in der Zelle, den Mitochondrien. So, jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir sehr viel über Anfärben, über Leuchtmoleküle geredet. Jetzt schauen wir uns mal so ein bisschen was aus der Mikroskopietechnik an. Und zwar machen wir jetzt eine Live-Schaltung in das Herz von diesen Haustieren. Das sind Zebrafische, das kennt der eine oder andere aus dem Aquarium zu Hause. Und mit so einem speziellen Mikroskop, wo man von der Seite beleuchtet und von oben schaut. Das gibt es übrigens schon seit 100 Jahren. Also 1902 ist das erfunden worden, 1925 hat es einen Nobelpreis gegeben. Aber heute kann man es eben mit modernster Technologie paaren. Und mit so einem Mikroskop kann man jetzt zum Beispiel sich das Herz einer Zebrafischlarve anschauen. Hier schaut man, also die schaut uns in die Augen, diese Larve. Das Herz ist angefärbt und wenn ich den Film starte, sieht man, wie hier das Blut durchgepumpt wird. Und das kann man sich noch genauer anschauen. Hier ist in grün oder in blau das Herz angefärbt oder die Gefäßschicht, in roter Muskel und da kann man richtig so live sehen, wie sich während sich diese Larve entwickelt, das Herz tätig wird. Und man kann sich auch anschauen, und das ist auch wichtig zu wissen, wie sich zum Beispiel das Gefäßsystem entwickelt. Hier sprießen die einzelnen Gefäße auf. Wenn das Tier größer wird, dann muss es den Körper versorgen können. Wenn man da noch ein bisschen wartet, dann schwimmt uns ein kleiner Fisch entgegen. Hier bei diesem Bild
Da haben die Kollegen die Zellkerne angefärbt. Und wenn ich den Film starte, dann sehen Sie, wie viel sich da tut. Hier sind die Stunden eingezeichnet, wie die Zellen wandern, mehr werden. Und ja, also da hat man das Gefühl, da bildet sich so ein Schwanz aus. Will jemand raten, was da jetzt rauskommt? Keine Idee, schaut bei allen gleich aus, aber vielleicht ein Bär. Okay. Ja, vielleicht haben wir noch eine Wette. Eine Maus? Könnte auch eine Maus sein. Also schaut bei der Maus nicht viel anders aus. Ein Schwein. Ein Schwein. Okay. Wenn wir ein bisschen kleiner werden. Ich habe es, glaube ich, schon gehört. Meerschweinchen. Fliege. Ja. Okay. Also, mit all diesen Bildern, die ich Ihnen da gezeigt habe, da würden Sie jetzt sagen, Lichtmikroskopie ist eigentlich perfekt. Also vielleicht jetzt das 100 Jahre alte Mikroskop nicht, aber Sie würden sagen, wenn wir jetzt zu diesem sehr modernen Gerät gehen, das bei uns hier im Keller steht, da müsste man eigentlich sagen, da gibt es nichts mehr zu bemängeln. Leider stimmt das nicht ganz. Es ist nämlich so, dass das räumliche Auflösungsvermögen eines Lichtmikroskops begrenzt ist. Und zwar ist es so, dass wir hier mit Lichtwellen zu tun haben. Und wenn man versucht, die mit einer Linse runter zu bündeln, dann wird es kein Punkt, sondern dann wird es ein Fleck. Und dieser Fleck hat eine bestimmte Größe und die hängt mit der Wellenlänge des Lichts zusammen, für all die, die das schon in der Schule gehört haben, also sprich mit der Farbe des Lichts. Und das Problem hier ist eben, dass wir mit Wellen zu tun haben. Und das ist bei Lichtwellen so ein bisschen unanschaulich, aber ein Beispiel, das eigentlich jeder kennt, das ist das ist das Verhalten von Wasserwellen. Hier hat das Bild hat der Philipp gefunden. Das sind die Wellenbrecher vom Strand von Tel Aviv und da sieht man das sehr schön. Hier kommen die Wellen rein und durch diese Löcher in diesen Wellenbrechern treten die Wellen durch. Aber man sieht, dass die sind nicht mehr gerade, sondern die sind so gebogen. Und wir haben das jetzt nochmal eingezeichnet, dass man das besser sieht, dass die dann so eigenartig auseinanderlaufen. Und das ist Beugung von Wellen. Und genau diese Beugung schlägt hier auch zu, wenn wir versuchen, das Licht beliebig gut zu bündeln. Und deswegen jetzt ein Fleck, der ist eben so groß. Und wenn wir jetzt zu diesem sehr, sehr guten Mikroskop gehen, einem Laserrastermikroskop, dann kann man sich vorstellen, dass wir vielleicht nicht ganz optimale Ergebnisse bekommen. Hier, das ist die Struktur, die uns interessiert und wir haben die mit diesen Sternchen markiert. Die Sternchen, das sollen die Farbstoffmoleküle sein. Ja, was passiert denn jetzt, wenn wir hier drüber rastern? Also vielleicht mag mal jemand einen Tipp abgeben, ob wir jetzt die Moleküle, die Farbstoffe, die hier gleichzeitig leuchten, ob wir die auseinanderhalten können im Mikroskop. Nein, ganz klar, oder? Ja, was fragt er denn so? Die können wir nicht auseinanderhalten. Genau, die leuchten gemeinsam auf und deswegen ist die Auflösung von diesem Mikroskop durch die Fleckgröße limitiert. Und wenn wir mit so einem Mikroskop eine Zelle anschauen, dann sehen wir durchaus sehr viel an dieser Zelle. Wir sehen hier diese Fortsätze, hier ist das Zellskelett angefärbt, die Zelle lebt. Hier gibt es so gröbere Strukturen, aber hier hat man das Gefühl, da ist eigentlich vielleicht was, da gibt es vielleicht mehr Struktur, aber wir können sie nicht wirklich auflösen. Das heißt, was wir eigentlich gerne hätten, ist ein Lichtmikroskop, um diese lebende Zelle anzuschauen, aber dieses Lichtmikroskop sollte eigentlich noch mal bessere Auflösung haben. Am liebsten so im Bereich von ein paar 10 Nanometern. Und genau damit beschäftigen wir uns in Arbeitsgruppe, solche Mikroskope zu bauen und anzuwenden. Und ja, vom Konzept her funktioniert es jetzt eigentlich sehr, sehr einfach. Wenn wir es irgendwie schaffen, den Bereich, aus dem unser Signal kommen kann, also sprich, wo unsere Farbstoffmoleküle leuchten können, wenn wir den irgendwie kleiner machen können als diesen Lichtfleck, dann haben wir eigentlich gewonnen. Weil wenn wir hier mit
mit so einem Szenario über unsere Probe drüber rastern, dann leuchten die Moleküle, die hier in diesem roten Bereich sind, nicht auf. Die schalten wir aus. Und die, die in den grünen Bereich fallen, die leuchten auf. Und jetzt leuchtet dieser Farbstoff, jetzt ist alles dunkel und jetzt leuchtet der hier. Können wir sie plötzlich unterscheiden. Und im wirklichen Bild sieht es dann so aus, vielleicht können wir nochmal das Bild etwas dimmen, das Licht etwas dimmen. Wir gehen jetzt von dieser normalen Auflösung, Entschuldigung, da kommt noch was dazwischen. Ich wollte Ihnen noch schnell zeigen, wie das wirklich abläuft im Mikroskop. Also wir nehmen diesen normal fokussierten Laserstrahl und schicken noch einen zweiten Laserstrahl, der ein Loch in der Mitte hat, drauf. Und der ist so gemacht, dass er uns die Moleküle vorübergehend ausschaltet. Hat jemand eine Idee, wie man so einen Laserstrahl nennen könnte, der in der Mitte ein Loch hat? Donut. Sehr richtig. Genau, das ist ein Donutstrahl. Und wenn wir jetzt mit diesen beiden Strahlen gemeinsam über die Probe gehen, dann sehen wir plötzlich viel, viel mehr. Und wir sehen hier, dass dieses Zellskelett aus einzelnen Fasern besteht. Die sind hier so zu ungefähr 40 Nanometern aufgelöst. Und letztlich ist es ein sehr, sehr feines Netzwerk in der Zelle, das der Zelle hilft, mechanische Kräfte zu übertragen und auszuhalten. Wie das genau funktioniert, das erzähle ich Ihnen jetzt nicht. Ich erwähne nur, dass das genau der gleiche Trick ist wie in dem Laser, den ich hier verwende für die Vorlesung. Stimulierte Emission, dafür hat es auch einen Nobelpreis gegeben. Und was ich mit Ihnen jetzt aber besprechen will, ist, ob Sie denn glauben, dass so ein Mikroskop noch so ausschaut. Na, okay, ich habe ein Foto gemacht von einem Mikroskop, das ich gebaut habe. Schaut so aus. Jetzt bräuchte ich doch mal einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Mag noch jemand, wer war denn noch nicht dein... Ja? Hast du Lust? Nochmal? Ja? Völlig unerschrocken? Prima. Okay, dann komm raus. So, also, meine Frage an dich ist jetzt, wo ist denn das Mikroskop? Da. Da. Okay, das ist ein bisschen gemein. Magst du einen Laserpointer nehmen? Geht das? Machen wir gemeinsam. Wo? Da ungefähr. Da ungefähr das Mikroskop. Ja, das schaut tatsächlich aus wie ein Teil von einem richtigen Mikroskop. Das haben wir gekauft, das Ding. Daher kommt die Probe. Also da wäre jetzt deine Spucke sozusagen. Hier ist das Objektiv, diese gute Linse, die ganz am Anfang ist. Und hier der Rest, der dient dann, um die Laserstrahlen, die wir in diesem Mikroskop brauchen, zu präparieren. Hier drinnen wird das Licht detektiert. Das sind einzelne Lichtteilchen, die wir hier nachweisen können, sogenannte Photonen. Und hier gibt es zum Beispiel einen kleinen Kasten, der die Laserstrahlen über die Probe rastern kann, also den sogenannten Scanner. Also, prima, danke. Also du hast es gefunden, super. Ja, und dass so ein Mikroskop jetzt wirklich funktioniert oder wirklich viel mehr Details über die biologische Probe liefern kann, will ich Ihnen noch anhand von ein paar Bildern zeigen. Hier, das ist wiederum das normale Mikroskop. Wir blicken hier auf die Hülle des Zellkerns, wo die DNA drinnen ist, wo die Chromosomen drinnen sind, also sprich die Erbinformation. Und da drinnen ist es anders als im Rest der Zelle. Und deswegen brauchen wir Poren. Und durch diese Poren wird geregelt, was da rein und raus darf. Nur hier sehe ich nichts von Poren. Und deswegen schalten wir jetzt mal diesen hochaufgelösten Modus ein. Dann schaut es so aus. Und wir können da mal reinzoomen. Das ist von einem Kollegen von mir aufgenommen, das Bild. Wir können hier reinzoomen. Da sieht man tatsächlich, dass eine einzelne Pore so eine achtfache Symmetrie hat, wie wir sagen, aus acht Bereichen besteht. Hier treten die einzelnen Stoffe durch und hier wird geregelt, was rein darf und was nicht. Der Balken hier zeigt uns, wie groß das ist. Das sind so ungefähr 150 Nanometer. Wir erinnern uns, mit dem normalen Mikroskop war bei ungefähr 200 Nanometern Schluss. Hier ist die Auflösung ungefähr 20 Nanometer. Nochmal im Vergleich, die gleiche Region im normalen Mikroskop und hier im hochaufgelösten Mikroskop. Ganz ähnlich sieht es aus, wenn wir uns nochmal das Zellskelett ansehen.
Hier eine lebende Zelle von dem Mikroskop, das Sie vorhin am Bild gesehen haben. Also man sieht im normalen Mikroskop, dass hier schon so Fasern sind, aber wie das genau ausschaut, ist vielleicht schwierig. Und ja, so schaut es im hochaufgelösten Bild aus. Man sieht, wie klar diese Strukturen hier dargestellt sind. Und ja, also wir hatten selber eine große Freude, als wir dann diese Bilder in dieser Klarheit gesehen haben. Ja, wir haben vorhin schon mal vom Gehirn gesprochen. Und da habe ich Ihnen jetzt eine Abbildung mitgebracht, die schon 100 Jahre alt ist. Und zwar hat der Ramón y Cajal, ein Spanier, damals Hirngewebe in seine Silberlösung eingelegt und dann dann werden einzelne Zellen schwarz angefärbt. Und man sieht dann so eine Nervenzelle im Gehirn, die hat einen Zellkörper und dann gibt es Fortsätze, an denen wiederum so kleine weitere Fortsätze sitzen und über diese Fortsätze kriegt die Nervenzelle die Information von anderen Nervenzellen rein. Und dort sitzen die Synapsen, die der Nervenzelle sagen, ob sie jetzt feuern soll oder eben nicht. Und dann, wenn sie sich entschieden hat, was sie mit all dieser Information macht, dann hat sie hier ein weiteres Kabel, das sogenannte Axon, das die Information zu anderen Nervenzellen schickt. Und naja, wenn ich sage, hier sind einige wenige Nervenzellen angefärbt, dann ist es für Sie natürlich schon klar, dass das nicht das richtige Bild ist, weil wir bereits dieses Bild gesehen haben, wie dicht so ein Hirngewebe in Wirklichkeit gepackt ist. Und wenn man sich jetzt das anschaut, okay, sehr dicht gepackt, so groß ist ungefähr ein Kopf, wie viele Nervenzellen gibt es denn ungefähr im Gehirn? Sollen wir mal das ein bisschen raten? Ich wollte eigentlich auf die Tafel da malen, vielleicht kriegen wir das da auf. So, ah ja, vielleicht ist sogar eine Kreide hier. So, wir sind sehr modern. Okay, also, ich schreibe mal die erste Zahl hin. Vorne steht 86, das habe ich mir gemerkt. Sind es mehr als 86 Nervenzellen? Ja. Wie viele Nullen soll ich dann mal noch ranmalen? 9. Aha. 3. So, 9. Das ist geschwindelt, weil die Leute sicher am Handy nachgeschaut haben. Oder? Also so viele Nervenzellen hat ein menschliches Gehirn ungefähr. Kann uns das noch jemand vorlesen? 86 Milliarden Nervenzellen, genau. Ja. Und das deckt sich auch damit meinen Aufzeichnungen. Und ja, es ist schon spannend, wenn man dann sich mal anschaut, wie dieses Nervengewebe denn so wirklich ausschaut im Lichtmikroskop. Und das ist jetzt eine sehr hoch aufgelöste Aufnahme, die der Philipp gemacht hat. Hier sehen wir die Zellkörper der einzelnen Nervenzellen. Also da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Und wir sehen, wie dicht hier die Fortsätze der Nervenzellen liegen, wie unglaublich vernetzt das ist. Und man kann sich vorstellen, dass die Zellen all diese Drähte verwenden, um miteinander zu rechnen und schlussendlich zu entscheiden, was wir tun sollen oder auch zum Beispiel, wie wir uns Dinge merken sollen. Und ja, um uns das nochmal genauer anzuschauen, zoomen wir mal jetzt in so eine Nervenzelle rein und zwar so in diesem Bereich, wo die Nervenzelle die Informationen bekommt. Das schaut im normalen Mikroskop so aus. Hier ist das lange Kabel, das dann hier unten zum Zellkörper geht. Und da sitzen diese Knötchen drauf. Das sind die Synapsen. Das sind die Orte, wo Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und im Vergleich dazu, in einem 3D-Rendering von unseren Mikroskopiedaten sieht es so aus. Man sieht plötzlich, aha, das sind ja so eigenartige Strukturen, die über ganz dünne Hälse mit dem Rest der Nervenzelle verbunden sind. Und man kann sich hier gut vorstellen, dass wenn man diesen Hals etwas länger oder kürzer, dicker, dünner macht, dann kann die Nervenzelle einstellen, wie viel Bedeutung sie der Information, die hier an dieser Stelle reinkommt, zubilligen will. Und das ist für jede einzelne dieser Synapsen, dieser Fortsätze anders. Und das kann die Nervenzelle einstellen und das tut sie tatsächlich, wenn wir lernen.
und dass das wirklich ein dreidimensionales Objekt ist, das sehen Sie, wenn ich das hier rotiere. Ja, und mit einer kleinen Bildgalerie, mit einer hochaufgelösten Bildgalerie aus dem Inneren der Zelle möchte ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Wir schauen uns mal ja, nochmal in Gelb die Kraftwerke in der Zelle an, die Mitochondrien, die blauen Punkte, das ist dort, wo die Zelle ihre Eiweißmoleküle herstellt. Hier sehen wir nochmal einen Blick des Zellskeletts in der hochaufgelösten Variante und daneben in der normalen Mikroskopie-Variante, die viel verschwommener ist. Wir blicken nochmal auf den Zellkern. Hier sieht man im großen Übersichtsbild den ganzen Zellkern mit den Kernporen wiederum, die hier angefärbt sind. Und wenn man zum hochaufgelösten Bild geht, dann sieht man, also wie die Größe wirklich ist. Dieses Bild haben Sie eingangs schon gesehen. Hier ist einerseits die Erbinformation im Zellkern, die DNA angefärbt und rundherum das Zellskelett. Und ja, hier sehen Sie noch, wie ein paar Zellen auf einem kleinen Glasplättchen miteinander in Kontakt treten. Und ja, in dieser Aufnahme haben wir uns interessiert für die Verteilung von den Rezeptoren, die Überträgerstoffe zwischen Nervenzellen detektieren, hier in der normalen Mikroskopie-Variante und hier in der hochaufgelösten Variante. Und Sie können sich vorstellen, wenn man diese Bilder mit den richtigen Experimenten paart, kann man hier sehr, sehr viel mehr Informationen über die Zellen rausholen. Ja, und damit entlasse ich Sie jetzt wieder auf unseren Campus und ich wünsche Ihnen ganz herzlich viel Spaß am IST Austria und natürlich viel Spaß beim Entdecken und beim Forschen. Vielen Dank. Applaus